Hallo zusammen, hier ist euer Skip. Im nachfolgenden Video gehen wir auf die verschiedenen Tags für den Steelball ein. Wir werden alle einmal durchtesten. Ich werde zu jedem was Kurzes sagen und ja, dann könnt ihr für euch entscheiden, wie ihr den Steelball ausrüsten wollt. Wir starten direkt mit der Energieabsaugung. Diese erhöht das Leben des Steelbores um 60%, das ist ganz schön viel, und wandelt den gemachten Schaden in HP um. Das heißt, er heilt sich quasi an der Unit, die er, an die er sich andockt, quasi hoch. Das ist natürlich sehr effektiv gegen größere Einheiten. Kann natürlich entsprechend ausgeschalten werden durch elektromagnetische Schüsse. Also das gilt im Grunde für die meisten Tags. Wenn der Steelball nicht irgendwie Photon-Coating oder so drauf hat, kann das eigentlich alles ausgeschalten werden. Genau, jetzt hat man schon gesehen, die HP sind jetzt auf 7300 hochgegangen. Vorher waren es um die 5000. Und ja, jetzt schauen wir uns das einfach mal an, was passiert, wenn sich der Steelball dann hier beim Flammenwerfer festsaugt. Man sieht, er verliert zuerst Leben, jetzt connectet er und jetzt fangen die sich an hochzuheilen. Ja, und jetzt sind im Grunde zwei der Steelballs sind wieder voll. Der eine hat ein bisschen später connected und hatte dann quasi nicht volles Leben. Wie diese Tag gilt oder das Absaugen gilt dann pro Ball. Also es ist nicht für die gesamte Einheit, die in dem Moment gilt das nur für den Ball einzeln. Die zweite Tag, die wir uns angucken wollen, ist das Damage Sharing. Hier werden die Bälle zu einer Kugel, zu einer Kette schalten und haben dann 120% mehr Leben, also die werden richtig, richtig tanky. Allerdings wird der Schaden gleichmäßig über alle Bälle verteilt. Das heißt, wenn der eine Ball Schaden bekommt, wird dieser Schaden gleichzeitig über alle Bälle verteilt. Das deckt auch mit mehreren Steelballs. Das heißt, wenn hier mehrere Steelballs zusammen wirken, dann ist das Damage Sharing auch zwischen mehreren aktiv. So, 4500 ist wieder der Ausgangswert. Jetzt hat er schon über 10.000 HP. Und wir schauen uns einfach mal an, was dann passiert. Theoretisch dürfte er jetzt kaum Schaden bekommen. Doch, er bekommt Schaden. Und dieser wird gleichmäßig, wie man sieht, über alle Einheiten verteilt. Also es wird nicht eine Einheit, die hier viel Schaden bekommen würde, gibt es nicht, sondern alle Einheiten bekommen Zusammenschaden. So, und weil das natürlich extrem wichtig ist, wie auch Tags zusammenspielen, wir hatten ja gerade schon die Energieabsaugung, schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze auch zusammenwirkt einfach. Also die Verkettung mit dem Energieabsaugen. Wie gesagt, alle Tags können immer disabled werden, wenn es halt einen Electromagnetical Shot gibt. So, und jetzt heilen die sich auch alle gleichmäßig hoch. Vorhin haben wir ja gesehen, dass der eine Ball dann noch ein bisschen mehr oder weniger HP hatte. Jetzt hatten alle gleichmäßig HP. Das heißt, das Damage Sharing und das Energy Absorption spielen quasi zusammen. Die können quasi, die teilen sich den Schaden, aber sie teilen sich natürlich auch die Heilung. Und das kann schon recht stark sein. Gefährlich ist das Damage Sharing dann, wenn der Gegner eigene Steelbores oder Schmelzen hat, dann kann es sein, die setzen eventuell an einem Punkt an und töten dann mit einmal die gesamte Steelball-Kette. Genau, und man muss halt immer schauen, Steelbores sind vor allem gegen große Units mit viel HP sehr effektiv. Gegen kleinere Units ist es immer ein bisschen schwerer, weil die ja immer neu ansetzen müssen und dann nicht so viel Leben saugen können. Also da muss man schauen, dass man am besten den ganzen Spam vor den Steelbores wegklärt, damit die effektiv sind. Die dritte Tag, die wir uns anschauen, ist natürlich die Reichweite. Diese erhöht die Reichweite vom Steelball um 40. Aktuell hat der Steelball eine Reichweite von 45. Wenn wir die Tag klicken, dann erhöht sich die Reichweite entsprechend und der Steelball fängt entsprechend eher an, an den Gegnern quasi anzusetzen und entsprechend Schaden zu machen.
Das ist vor allem gut, wenn man, wie gesagt, aus der Reichweite oder mit Reichweite agieren muss. Das kann man natürlich noch erhöhen, indem man dem Stable einen Laser-Sight geben würde oder die Zusatzreichweite im Command Center drückt, würde sich das entsprechend noch erhöhen. Die nächste Tag ist das Armor Enhancement, also die Zusatz-Armor. Die skaliert mit dem Level und zwar bekommt der Steelball dann pro Level 60 weniger Schaden. Das ist vor allem gegen Einheiten gut, die nicht viel Attack haben, zum Beispiel Mustangs oder Fangs. Gegen die ist es sehr effektiv, weil die teilweise sogar weniger Attack haben als 60 oder auf Level 2, dann müssen sie ja schon 120 haben und dann bekommt der Steelbow von diesen Einheiten überhaupt keinen Schaden. Also wenn der Steelbow dann ein bisschen gelevelt ist, bekommt dann quasi, ja, bekommt er von den Einheiten gar keinen Schaden, weil die einfach nicht durch die Rüstung durchkommen. Der Vulcan hat jetzt hier einen Schaden von 90. Das haben wir ja gerade schon ein bisschen gesehen, dass der schon gut Damage macht. Jetzt schauen wir uns das mal an mit diesem mit der Armor. Wie es da aussieht. Der Steelbow steht jetzt auch ein bisschen weiter weg, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Also die gehen nicht so schnell runter, wie es gerade der Fall war. Genau. Und im Grunde sind sie dadurch in der Lage, den sogar zu töten, obwohl sie keine Reichweite drauf haben. Also ist vor allem, ist es auch quasi gegen Vulcans effektiv. Da muss man halt sehen, der Vulcan hat halt immer noch 30 Schaden mehr. Dass, wenn der dann levelt, kann es natürlich sein, dass die Steelballs dann eventuell ein Problem bekommen. Beziehungsweise kommt ja auch noch andere Schaden, vielleicht von anderen Stellen, Marksman oder so, wo Phönixe. Da bringt das leider nicht viel. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Einheiten, also Vulcan, andere Steelballs natürlich am Anfang, bis der Schaden mal, der Schaden wird ja höher pro ja, Sekunde oder pro Einheit tickt der Schaden ja vom Steelball hoch, aber am Anfang natürlich machen die dann erstmal keinen Schaden. Muss man sich quasi genau überlegen, wann man das pickt, aber ist eine gute Sache, gerade wenn es gegen viele Mustangs oder so gehen würde. Die nächste Tech, die wir haben, ist die Mechanical Division. Dabei spawnt jeder Steelball, der stirbt, 7 Level 1 Crawler. Das heißt, wenn ein Steelball hier getötet wird, kommen 7 Crawler aus dem Steelball raus und laufen dann quasi mit auf den Feind zu. Das schauen wir uns jetzt mal an. Das war jetzt wieder downgraden. Wir müssen die abgeben, wollte auf Start drücken. So, jetzt geht's los. Das heißt, der Marksman kann jetzt den Steelball one-shotten und dann kommen hier Crawler mit raus. Und das Gute daran ist, dass natürlich die dann auch von einem Sniper oder anderen Einheiten erstmal gefokust werden. Das heißt, der Sniper schießt jetzt nicht auf weitere Steelballs, sondern fokust natürlich als nächstes die Einheit, die am nächsten dran ist. Und das sind in dem Moment die Crawler. Und auch die Fangs haben dann, einige Fangs haben dann auf die Crawler geschossen. So kann man die Gegner überrennen. Ist nicht so effektiv oder quasi nicht effektiv, wenn der Gegner eine Feuerartillerie hat. Das heißt, wenn jetzt hier unter dem Steelball Feuer liegt, sind die Crawler quasi komplett weg. Und auch gegen Arclights kann es nur bedingt gut sein, weil Arclights natürlich einen Splash-Schaden haben. Und in der Regel, wenn die gut treffen oder es mehrere Arclights sind, dann werden die Crawler direkt von der nächsten, dem nächsten Hit auf den, auf dem benachbarten Steelbook quasi direkt getroffen und gleich wieder rausgeklärt. Aber ansonsten ist es eine sehr gute Möglichkeit, um den Gegner auch zu überrennen. Die Crawler müssten auch die Tech übernommen haben. Wenn man auf den eigenen Crawlern schon Techs hat, dann sollten die Crawler, die hier rauskommen, auch die Tech haben, die dann die entsprechenden Crawler haben. Also zum Beispiel Geschwindigkeit oder Replizieren. Das müsste dann damit stacken. Das können wir doch gleich mal testen. wir nehmen uns jetzt einfach noch eine Crawler-Einheit, geben der das Replizieren dazu. Und dann, die können wir ja hier mal ganz, ganz, ganz weit hinterstellen, dass die sehr spät erst kommen. Und dann gucken wir einfach, ob das.
sich ausgeht, dass die, hier kommen jetzt Kohle raus, ja, die haben das Replizieren dabei. Das heißt, die vermehren sich dann quasi auch in den Reihen des Gegners. So kann man wie so ein bisschen snowballen. Jetzt sind das auch viel mehr. Also die Detect von den Crawlern stackt dann auch mit den Crawlern, die dann aus den Units rauskommen. Das gilt generell für alle Units, die andere Units spawnen. Also Overlords mit den Wespen, die Giants, die teilweise Units spawnen, da ist die Tech von den vorhandenen Units immer gleich mit drauf. Und die letzte Tech, die wir uns anschauen, das ist die Heavy Target Tech. Die ist neu. Die wurde so ein bisschen gegen Push-Strategien oder Rhino-Push entwickelt, würde ich sagen. Hierbei verliert der Steelball 10 Reichweite, das ist erstmal ein Malus, aber er fokust als nächstes das Target, also wenn er eine Einheit tötet, wird als nächstes das Target mit dem höchsten HP gefokust. Und das bedeutet auch nicht prozentual HP, sondern wirklich den Maximal-HP, die da drin sind. Genau, wir klicken jetzt mal. Wenn jetzt hier quasi ein Rhino mit Crawlern ankommt, dann laufen natürlich erstmal die Crawler vor. Die sind als erstes in Steelball Range, deswegen werden erst die Crawler gefokust und sobald der Rhino in Reichweite ist, wird auch der Rhino sofort gefokust und keine Crawler mehr. Also zuerst werden die Crawler gefokust, weil die halt drin sind und dann geht er sofort auf den Steelball und fokust den. Das läuft natürlich nochmal eine ganze Ecke besser, in anderen Ausführungsstrichen, wenn der Steelball dann wieder die Zusatzreichweite hat. Weil wie gesagt, jetzt haben wir eine Reichweite von 35 Meter, das ist echt nicht viel, das hat man ja gesehen. Zusatzreichweite drauf. Und dann ist quasi auch der Rhino als nächstes dran. Genau. Und das ist quasi das Heavy Target, was dann gefokust wird, sobald es in Reichweite ist. Wichtig ist natürlich, wenn das Heavy Target stehen bleibt, weil es Reichweite hat, also ein Vulcan oder so, das wird dann nicht gefokust. Also dann muss erst vorher alles geklärt werden, bis er wirklich in Reichweite ist. Solange das Heavy Target nicht in dieser Reichweite hier ist, wird es auch nicht gefokust. Genau, das war die kleine Übersicht zu den Tags des Steelballs. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen, auch so ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. Und ja, wie gesagt, ganz wichtig, alle Tags können durch Electromagnetical Shots disabled werden. Das heißt, es kann schwierig sein, wenn man sich darauf verlässt. Photon-Coating kann es für die ersten 16 Sekunden, kann das eure Steelballs dann natürlich beschützen. Das heißt, eure Techs sind aktiv, auch wenn Electromagnetical Schüsse drauf gemacht werden. Genau, das müsst ihr ja immer im Hinterkopf behalten, dass ihr ja, dass einfach die Steelballs zur Not auch die Techs verlieren können, wenn der Gegner entsprechend darauf reagiert. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich wissen, wenn ihr Anmerkungen oder Kommentare habt. Ich freue mich, wenn wir uns über ein Abo wiedersehen. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Skip. Ciao, ciao.